Ja, der Uwe jetzt gerade gut. Oh, du weißt jetzt, das ist so voll, ey. Die Leute wissen, wer da bin ich jetzt. Ja. Ja, da war der Damals ist am Anfang ist immer gleich runtergefahren. Ja, weil der IC ist drüben gefahren. Nee, aber klappt es drum noch an, wenn es Gleis in der. Der fährt immer Gleis 3, wo der PSA steht. Ja. Was? Immer. Stuttgart, der Rössle steht das da. Das sieht man aber nicht. Da, wo es ja gefahren ist, das Rössle, dein, ich weiß nicht, diese Ammertalbahn, wo jetzt der Schrott 40 fährt, da habe ich das nicht gesehen, weil da war alles zugestellt. Weil ich habe letztes Mal nicht drauf geachtet, ob der da steht. Da, wo der gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das der ist, aber das ist der, weil das ist dieser 507 da. Ich glaube, wieder nach. Ich habe letztes Mal echt nicht gesehen, den Kran, aber es ist echt der 507. Das ist eine komische Tonqualität. Ich würde echt jucken, wie schnell der jetzt gerade aktuell fährt. Das geht leider ja in dem Tunnel nicht, aber das würde mich echt interessieren. Wie viel ist das? 160? 40? Ich hoffe, der nach
Ja. Ja, Pech für Moment. Ja. Aber geht es denn nicht, das Teil jetzt? Ja, ich kann es nicht schaffen. Ah, 187 Uhr, so warm. Ah, jetzt. Ja, ja. Das ist gepackt. So, 3. Ja. Ja, im Klo, ja. Das habe ich mal gemacht im Tunnel. Da war es richtig laut dann. Das hat richtig geballert in den Ohren, aber so schlimm war das gar nicht. Nicht mehr wie um die UHC, da ist ungefähr mit dem Ohren oder so. Schnellfahrtunnel, klar, die sind größer ausgebaut. Wegstreichen und dann den U-Wex fahren lassen. Ja. Den U-Wex braucht also den wegstreichen, dann bis Blochingen fahren lassen. U-Wex 16. Ja, genau, das ist ja dann wurscht. Und dann kann man ja dann nach Ulm. Ja, genau. Stuttgart fahren mit U-Wex. Ja. Dann kann der den Takt vom U-Wex 16 einnehmen. Hat er vielleicht ein bisschen andere Fahrzeiten, aber das ist ja egal. Und genug Zeit ist auch. Ding, das ist so schnell. Und das ist auch bei dieser Option, oder? Beim TSV, glaube ich, das ist ein Geräusch, das ist nicht direkt bei der Dreier. Auch das Geräusch. Naja, teilweise. Und schaut bitte. Ey, ich bin, sag ich mal, der Strecke für die 20 Kilometer. Ich auch. Ich habe also wie 133 fahren, das sieht aus wie 80. Hä? Das sind noch niemals 133 km/h. Ah, das ist ein Fehler. Ich dachte schon, weil das ist eben ein Tunnel. Der hat noch nicht aktualisiert.
100, oder 97, ja, das kommt eher hin. Was? 93, ja, okay, das glaube ich eher. Sehr schnell. Ja, das sind, glaube ich, 30 Kilometer oder so, glaube ich, nach Ulm. Ich habe mal geschaut mit den 29 Kilometern mit dem Auto von hier, von Merklingen nach Ulm Hauptbahnhof. Ah, der ging zu. Da ist Schrott da. Die Schrott der 101. Ja, ich weiß nicht, warum keine Vectron ist, mit dem Fliegerweg Express fährt. Mit Steuerwagen. Ja. Die hat noch keine CCS, die hat LZB. Oh, da vorne ist immer leer beim Uwex, ja. Also in der Klingel. Ja, mach ich, man will ja eigentlich so ein Subfleck haben. Ja. Ist besser so. Das ist nämlich auch immer so wie bei mir. So mit der, Dings, der sagt das immer, der Ding, der Robert. Der sagt immer so, dass du finden wie ich. Das ist ein bisschen schief. Nein, nicht hier rein. Oh nee, Alter. Das nervt. Mann. Hinten wahrscheinlich so voll hinten. Ja, voll. Die stehen, glaube ich, hinten schon. Hinten stehen die schon. Ja. Ich glaube schon. Ach, die guten Söhne gehen. Das ging ja nicht mehr. Also die richtigen guten Söhne gehen noch richtig. Ja, noch Kinder. Ja. Vorne ist eigentlich nicht leer. Ja, vorne ist voll. Ich hab gesehen, da haben wir nur zwei Sitze von. Wir sind überlegt worden. Also der hält sich mal nicht. Also mein, habe ich nichts gegen dir, wenn du dieses letzte. Gut. Weißt du, der TF, der so richtig abgegangen ist, hier voll Gas, weil seinen Sitz gepresst wurden. Ach, letztes Mal. Ja, letztes Mal. Also nicht der eine da. Also beim zweiten Mal, wo wir dann nach Wendlingen gefahren sind. Also da, wo wir vorne waren, dann nochmal nach Wendlingen. War ich dabei, oder? Nein, nein. Da ist er so abgegangen, da wurde man so in den Sitz gepresst. Ja. Der hat hier schon 140 oder so drauf. Ja, wenn er einfach 2 Sekunden oder so auf 90 km/h. Oder 3 Sekunden oder so, ja. Nee, wirklich. Also. Ja, stimmt, da wurde der ganze Talent reingelaufen. Genau. Ich glaube, dieses Feier, da war in Stuttgart, Feier. Oder? Weißt du noch, ja? Feier. Dieses Fest da in Stuttgart, da es so voll war. War ich dabei? Das Oktoberfest da in Stuttgart, das so ähnlich aussieht. Dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, aber. Das ist schon mal Zange. Zange, nee. Diese scheiß Fahrzeuge. Ja, geht ja nicht. Ist halt meistens ganz voll. Außer. Ja, scheiß Fahrzeuge, dieses Zange. Ja, wenn wir so wenig Zeit sind, ja, das soll ewig halten, wo letztes Mal ewig warten musste und es so lange gedauert hätte. Ja, Schlecht. Ja. Ja, eine Sekunde oder so. Das war ein Gegenzug.
das Rauschen. Das hat man nicht, deshalb sieht man nicht, weil der Tunnel dazwischen ist, aber den hat man gemerkt. Das ist halt eindeutig ein ICE. Also, warum kommt jetzt mal im Tunnel, auch wenn man den mal draußen entgegen. Was? Warum kommt der ICE nicht mal im Tunnel entgegen und den draußen? Wo man dann sehen würde auf der Brücke, wäre das so geil, auf der Brücke. Wenn einer auf der Brücke mal ICE entgegenkommt, würde. Ja. So ein geiles Bild. Kommt gleich zur Brücke. Dass der ICE schon im Tunnel ist und wir dann halt quasi vor der Weiche stehen. Ja, sicher, das müssen wir ja. Sicher sind wir der ICE. Der ICE ist schon drin im Tunnel, der kommt gleich. Wir haben ja am 8. Juni schon einen Ersatzkarton.
Ja, 9. Juni halt. Mit dem Skoda. Vorher um 8 Uhr. Ja, genau. Also mit dem Ersatz-Skoda, genau. Um 8 Uhr, 8.04 Uhr. In Nürnberg. Hier. Also ich fahre mit Adrian am Sonntag, am 9.06. Beim Fahrplanwechsel, bei dem kleinen. Diese 101er kommen da. Mit den U-Wegswagen. Um 8.04 Uhr ist er irgendwann leer. Um 8.04 Uhr, am Sonntag. Da fahren wir dann Am Samstag ist der Bums voll. Am Samstag auch nicht erwarten. Um 7.04 Uhr ist Bums voll um 9 Uhr. Hoffentlich hätte diese normalen Fahrzeiten wie die Ersatzfahrzeiten mit dem U-Wegswagen. Ja, ich hoffe, dass er. Sehr dumm eigentlich. Ich müsste natürlich wissen, es ist natürlich der nach Rot fährt halt. Das ist der wird ersetzt durch den 1er nach Andersberg. Klar, die Kurse werden das machen, weil die anderen sind ja voll. 7.04 Uhr, 9.04 Uhr wird weiter ins Urlaub bleiben, weil der ist ja Bums voll. Und ich glaube, dass das ist ja komplett dumm. Weil Tönnex bleiben auch. Krass, ja. Und die nicht so verteilen. Also die um 8.04 Uhr, das waren dann die Allersberg, habe ich gesehen. Das sind die neuen. Ja, der KGCE ist im Tunnel. Ich glaube, der ICE ist auch schon im Tunnel und ist dann gleich hier. Das reicht, aber reicht. Der ging zu, meine ich. Der muss halt, das ist eingleisig da. Der muss jetzt eigentlich schon da sein gleich. Das würden wir nicht so lahm fahren. Kannst du was los? Kann man auch mal so frisch. Wenn die da runterrutschen, kritisch. Ja. Ja gut, das Gleis ist ja nicht direkt da. Buchen so einen Transporter, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, als so mal eine Sonderfahrt war, haben sie den Transporter wirklich fast auf die Gleise geschmissen. Wie dumm. Und dann wurde der Sonderzug kurz mit sich einfach umgeleitet. Und die Transporter, die nicht so dumm sind und auf Gleise springen, weil die, oh, wie geil das ist, ich möchte die küssen. Ja, und damit ich mich umbringe oder was? Und da hatten die Transporter mittlerweile das nicht. Ja. Die vernünftigen halt, ja. Die kriegen dann den nicht zu Gesicht, weil die dann einfach umgeleitet. Ja, weil die Hurensünde in die Gleise laufen müssen. Ja. Man bleibt ja hier an der schönsten Ausstieg Stelle der Strecke stehen. Auf dem Land. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt am Arsch der Welt. Nächster Halt welt, hier. HBF. Geht der Link? Ja. HBF ist das Ende. Ja, ist so, weil die sind im Zug. Du bist der scheiß ICE endlich mal. Letztes Mal mussten wir doch ewig warten, weißt du noch? Da mussten wir nein, die CE kommt nicht entgegen, überholt gar nicht. Die Strecke ist bis in die Strecke von jetzt eingeleitet. Tunnel. Das ist ja nicht offen. Der andere führt ja nach oben. Das ist ja eigentlich nur die Güterzugabkurve, die wir eigentlich da fahren. Ich hatte also die Scheiben und Wiener beim Dreckig. Es war gerade so, als ob die diese Internet durchlässigen Scheiben haben. Nee. Diese Punkte siehst du ja? Ich sehe jetzt nicht gut. Diese Rauten, die dann sind. Nee, das ist orange, ja. Bei den Fenster. Ah, ja. Ja, wirklich. Ja, das sieht wirklich so aus. Das sieht aus wie der Mobilfunkdurchlässiger. Das Spiel funktioniert ja eigentlich. Also jetzt haben wir nicht mehr, ich weiß es. Und der ICE dann, jetzt in Stuttgart losgefahren, müssen wir dann schon eine LZB. Ich weiß nicht, ob der ICE in Stuttgart los, hätten wir dann schon so eine Dingsbahn, so eine ECCS. Ich hab mal vor der Hand gegangen. Ich glaube, die kommen ja auch wieder. Ich höre, da kommt ja der neue Zug dann. Ausstieg auf der Strecke. Ja. In Fahrtrichtung links. Schon wenn der ICE kommt. Der Schrott ICE müsste jetzt kommen. Genau jetzt. Letztes Mal dann wäre das halt genau präzise gewesen. Letztes Mal habe ich diesen scheiß Talent verpasst. Mensch, ich bin den scheiß ICE da. Letztes Mal. Wir verpassen Talent. Wie ist das dann? Da haben wir dann Stress in Stuttgart. Ach, toll. Mit 3-4 Minuten. Ja, die S-Bahn fährt ja zu früh. Die fährt jetzt. Ja. S-Bahn. Wenn es mal kein Drecks ICE kommt, schaffen wir die S-Bahn. Ja, wenn der ICE 3 irgendwo in Stuttgart losfährt, haben wir schon hinten angefangen zu bremsen oder was? Ja, so dumm eigentlich. Der ICE müsste jetzt eigentlich genau jetzt kommen. Ja. Wenn er gerade in den Tunnel reingefahren ist, hätten wir hinten noch mit 200 fahren können und hier eine Schnellbremsung einleiten können. Ja. Dann hätten wir, wenn der zu dumm ist, um pünktlich zu kommen, wenn er abends im Weg. Das hat der Short IC 113, der hat dumm mit dem Pünktlich zu kommen und sie hat es aufgehält. Das heißt, es ist ein, welcher Zug ist es? Vielleicht der Short IC, der IC Graneo. IC Graneo, Arian. Kommt gleich. 3 Minuten Verspätung, völlig ohne Grund. Stuttgart. Müsste trotzdem jetzt kommen, weil der pünktlich ist. Seit 24 wird mit 200 im Tunnel reinrasen mit Vollgas und der geht Vollgas ab dann.
Wir sind ja nicht planmäßig in den 9.59 Uhr. Der Talent hat ihn ja schon mit der Verspätung. Ich frage mich echt, warum der dumme Kahn nicht kommt. Ja, der schaut den C4 mit der 2 Stunden Verspätung. Eigentlich sollte ein C3 Neo kommen. Weil der in die Weiche fahren muss, der kann nicht so schnell. Ah, ja, das ist der Schrott C4, der wieder viel zu viel Verspätung hat. Es gibt ja sogar Gas, das meine ich. Ja. Schau, Arian, das meine ich. Ja, genau, jetzt. Da, wo er so ein Sitz gepresst wird. Ja. Und oh, so kann ich. Gegenstall, ey. Ja. Der will noch alles geben, was pünktlich ist. 15 Minuten haben wir noch bis Wendlingen. Das schafft er. Wenn ja. Fahre ich den Tunnel dann auch so. Ja, ja. Da hinten dann. Alter. Da ist mir schon Tunnel. Ja. Der denkt, glaube ich, der hat sich gezogen. Der hat sich auch nicht mehr. Der reingegangen ist, oder? Das ist ein Irren, der wollte beweisen, dass der ICE keine Zugwirkung hat. Ja, hat er dann gesehen, dass er ganz sicher Unrecht hatte. Ja. Der hat er eigentlich verloren, Alter, nachdem der Zug ihn fast umgebracht hat, der ihn angesogen hat. Ja, aber daran hat er fast einen Schade, dass es in Allersberg keinen Zaun gibt bei dem Bahnsteig und dass der dann mit Vollgas am Bahnsteig vorbeifährt. Ist so. Das ist ja so geil. Ja. Ich schaue, dass Jürgen die Strecke bis Flughafen fertig haben, bis Stuttgart Flughafen, der Umweg dann bis Stuttgart Flughafen fährt. Das ist ja so geil, wenn die das so etappenweise machen würden, dass die Strecke bis Flughafen fertig ist und dann wieder zum Flughafen. Ja, ist sie, ja. Und dann kann man mit der U-Bahn da weiterfahren. Ja, genau. Dann ist es auch da ewig dann. Das ist ja, ja. Es gibt ja keine S-Bahn, oder? Nee. Doch. Der Aufstieg. Hä? Doch. Echt jetzt? Ja.
ist voll der Fett. Aber wir sind Gott sei Dank pünktlich. Ja, ich auch. Wie der Scheiß, der Flirt, der hat wieder. Verwitterung oder? Ja. Oder Stress dann bei dem. Oder, also kann man der nächste Verarschung werden? Wir können mal gucken, dann kriegen wir diesen anderen VIIs noch. Wenn der 4 Minuten. Wenn der nicht so voll ist, dann können wir den nehmen. Den 10.28. Ja, genau. 10.32 fährt er, ja. Dieser andere. Wenn der nicht so voll ist, nehmen wir den. Ja. Das haben wir da noch auf einem Tour da. Ja. Du musst dein Handy da selber weg, ne? Ja. Gleich. Was ist das denn? Komischerweise.